Hallo, willkommen, mein Name ist Daniel Rölpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir Milas Geschichte erledigt, was ganz schön schnell vorbei war. Ich habe übrigens den Hasen gefunden, komm her. Ach, Häselchen, okay. Ziemlich griffig, nicht aktiv, wenn ich habe, scheiße, ich weiß. So, wir müssen immer noch, keine Ahnung, die bei mir Schlucht. Ich könnte ja mal versuchen, gegen das Viech zu kämpfen. Betonung liegt auf versuchen. Wir müssen auf jeden Fall zur Bemir-Schlucht. Dann gehen wir mal dahin. Ich weiß nicht, warum ich in der Mill bin. Weil ich mich jetzt überhaupt vorgestellt und so weiter alles. Egal. Geht schon so. So. Ja. Ist so. Ist so. Alles klar, wir. Ich sollte mal vielleicht gucken bei den Allium-Kugeln. Ich alles offscreen machen soll. Nee. Nehmen wir das. Boah, was ist das denn? Muss ich mich auf den Arm nehmen. Die ganze Face war neues. Ja, das der. Du auch. Obwohl, nee, lass mal. So, weiter. Jetzt habe ich hier alles erkunden. Sehr schön. Oh Gott, hier laufen genau die gleichen Viecher rum. Ein Meister Stäubling. Für wen brauchte ich? Für was brauchte ich das nochmal? So. Diesmal ist ja eine reine Katzenjagd. Und hoffentlich finde ich die auch. Ich sollte ja gleich. Ich gehe jetzt nicht nochmal extra in die ganzen Dinger rein. Ich gucke, ob hier was ist. Bis jetzt war noch nie was da drin, deswegen lassen wir das jetzt. Hier ist jetzt gerade nichts und ich habe jetzt keinen Bock, die ganzen Dinger hier einzeln abzugucken. Ich hole vielleicht aus nochmal nach, aber jetzt nicht. Jetzt muss das nicht. Weil in jedem Gebiet, fällt mir gerade auf, sind doch so oder so noch Katzen versteckt, ne? Auch außerhalb von Missionen. Deswegen ist ja immer so zwei finden, ne? Stimmt das so? Verdammt. Ma. Komm her. Mal bei ihr ist voll einfach die Titel zu leveln. Guck mal, ja, komm mal, ja, Stadt. Und du auch. Jetzt meine Stimme ein bisschen lauter gestellt hier in mein Aufnahmeprogramm. Ich hoffe, die ist jetzt nicht so laut, aber naja. Oh man. Die sind nur lieb zueinander. Ja, wollte schon sagen, Midwell. Ja, der erste hieß irgendwie Minwell, jetzt Midwell und Maxwell. Ah, jetzt verstehe ich's. Mein Gott, das ist gerade so geklungen, als ich das jetzt erst gemerkt, ey. Dabei wusste ich das schon irgendwie vorher. So. Wer muss denn noch? Ich könnte ja mal mit Mila ein bisschen rumlatschen, damit die ihre Freundschaft ins Unermessliche steigern können. Oh. So. Warum singe ich jetzt Mario? Naja, egal. Yo. Now I have the strength to protect. Sehr schön. Professor Doktor lernt Zeugs. Ich hätte auch ganz sagen können, aber egal. Oh, ich wollte nicht gegen dich kämpfen, Mann. Schlitzen? Okay. Oh, warte mal. Was war das denn? Ich kenne einige Attacken noch gar nicht. Tut mir leid. Ich werde vielleicht mal so ein bisschen kämpfemäßig. Mike. Hallo? Alter. Komm, Bock mehr. Tschüss. Boah, Powertreffer. Powertreffer ohne Ende.
Ich war außerhalb der Karte, Idioten. So, das reicht. Bläh. Verdammt. Wow. Schon ein bisschen Imber. Hey, you better not underestimate me. Hey, better not underestimate me. Ja, Vitalität, her damit. Hm? Oh. So. Lieber so Staatserhöhung. Anstatt irgendein Mist. Okay, dass sie. Ich will die Katzen heute noch finden. Okay. Was zum Teufel? Ist das Dark Visitor? Mein Gott, sieht ja voll anders aus, die Attacke jetzt. Mein Gott, ist eine Arcanart, die ich da eingestellt habe, ne? Also L1 und nur Kreis habe ich normalerweise immer Arcanart. Oh, sehr schön. Mehr FP für Rowan. Ja. Gehen wir da lang. Ja. Yes. Hier unten war eine Sackgasse. Ne, jo. Oder das Elementerz. Jetzt gehen wir diesmal hier runter. Mal weg von den Typen. Wir haben schon genug gekloppt. Von denen wollen wir uns aber nicht fernhalten, weil die geben viel Zeugs. Oh, fuck. Komm her. Dann auch Link Charge. Also sagen die doch Link Charge. Ich dachte immer Wind Charge. Sehr schön. Ja, ich finde mich auch okay. Jetzt könnte ich wieder Zauberschutz reinpacken. Egal. Das sieht irgendwie komisch aus hier. Ich dachte, vielleicht ist da ja ein Geheimgang oder irgendwie so. So. Du sahst jetzt irgendwie neu aus. Meine Katze ist zurückgekehrt. Wunderbar. Oh, sehr schön. Jetzt finden wir wieder was Schönes. Ich meine, ich sehe immer irgendwie unsichtbare Sachen. Ich sehe tote Monster. Ja, ich habe irgendwie Halluzinationen. Ich meine, ich sehe die ganze Zeit irgendwie durch Viecher umlaufen. In Stellen, wo gar keine sind. Wow. Wenn ich in den nächsten 2 Minuten irgendwie eine Katze finde, dann kann ich das sogar noch schaffen. Ah. Na los, komm schon. Tofu-Cracker. 2800, geil. Wow. Irgendwo muss so ein Viech sein. Ist wahrscheinlich sowieso wieder ganz am Ende. Mein Gott, boah, nee, ich habe keinen Bock mehr auf das. So, da war Elementerz, hab ich haben. Und alles klar. Na, keine Ahnung. Bestimmt hier irgendwo sein. Im allerletzten Gebiet und das Viech wird wahrscheinlich auch irgendwie sein. Ich will die eigentlich einsetzen und dann aufnehme, aber wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit, wir werden alt. Besonders meine Zuschauer. Nein. Du fetter Bastard, geh da weg. Ma. Der fette Klops hat sich genau noch vorgestellt. Kannst du es wagen? Ja,
Mal sehen, ja. Was war das denn? So, jetzt mache ich euch platt. Wo seid ihr hin? Oh Mann. Verblödet hat jetzt war. Na gut. So, Kätzchen, wo bist du? So. Du sahst irgendwie viel weiter weg aus. So. Was bist du überhaupt? What the heck are you? Was hat schon mir? Muss ich auch noch rein knüppeln, ey. Oh, geil. Und auf den gehe ich noch drauf. Wo ist er? Da. Tibo sagt gar nicht mehr so viel, habe ich so das Gefühl. Ich meine, in Kämpfen schon, aber irgendwie allgemein nicht mehr. Finde ich auch gut. Ich will lieber Elise. Dann komme ich wieder zurück. Wo ist die Katze? Komm her. Ach, da kam ich auch, ja. Die ganze Zeit nur Ausrufezeichen, aber bewegt sich kein Stück, ey. Fitz wie du, Da ist sie, genau da ganz hinten. Taka. Ja. Wird das ein Team mit anderen zwei Katzen oder was? Was mit Hebi? So. Könnten wir sogar noch schaffen. Können wir nach Amel erstmal abgeben. Warum auch immer. Erledigung melden. Zack. Ja, und wo ist hier noch eine in der Thalys-Höhlenstraße? Das ist doch hier so ein Open World Ding, ne? Gehen wir mal da hin. Ja, da war ich bei Jude Story hier. Bin ich da rumgelaufen. Als die liebe Mila entführt worden ist, zusammen mit Rizal früher. So, hier sind auch noch Monster, die wir gar nicht gesehen haben. Ich habe keine Zeit für die. Ich muss eine verkackte Katze finden. Das, ich habe gar nichts gesehen. Ich habe jetzt gerade auf den Aufnahmebildschirm nochmal geguckt. Da ist auch nichts gewesen. Okay, die Open. Diese Weltkarten, sag ich mal. Gegen sind immer irgendwie ein bisschen schwächer, kann das sein. Sehr schön. Sehr schön. Weil ich mich einige Gegner auch petten kann. Well, that's about it. So, ich werde mich hier ein bisschen beeilen jetzt. Da hinten ist ein Loch. Das wollte ich aufnehmen. Ich glaube, das wird doch ein bisschen länger sein hier. Wird doch ein bisschen länger gehen die Folge. Sag mal, Eva, finde ich irgendwie die ganze Zeit. Bei mir sind die wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger versteckt, ne? In so einem Busch oder irgendwie so was bestimmt. Warum schweben die Dinger einfach so in der Luft? Was ist das? Die ganzen Wände abklappern. Wird schon nicht zu groß sein, ja. Wie könnt ihr es wagen? Ich bin ein verkackter Kassenick. Kommt. Ja. Der Angriff zieht aber auf mich ab. Yep. Natürlich Partner. Oh, Hallöchen. Meine Schönheit.
Ich mach dich platt. Bronze Bakura, du. Watch Jude. Du bist gegen, ja, stimmt ja. Ja, die ganze Zeit ab, warte. Hier. Ja, ne, wieder muss ich hier verbinden, hallo. Das Team von ersten Teil. Das Team, meine ich. Oh, sehr schön. Ich weiß gar nicht, was mit dem Ding geht. Mein Gott, wie die direkt reinhauen. Na, oh, sehr schön. Ausdauer plus 2, oh geil. Ausdauer plus 2, ja, so Ausdauer 2 meine ich. Sehr schön. Läuft. Bei mir läuft. Oh, das Karma regnet wieder auf mich hinunter. Oh, geweckt. Oh, jetzt eine Sackgasse, sehr schön. Muss man gleich das Menü öffnen und gucken, was ich da alles gelernt habe. Das ist doch immer normal. So, hier muss die Katze aber sein. Nein. Vielleicht finde ich ja irgendwann mal eine Katze in der Schatztruhe. Das wäre komisch. It'd be weird. Hä? Ist das Sheridan? Nein. Aber diese eine Festung ist das doch, ne? Nee. Ich kann doch gar nicht, ist doch am Ende. Irgendwie nicht ausgeschalten vom Weiten. Ja, ne? Ich soll vielleicht mal wieder mal zu essen reindrücken. Wahrscheinlich schon einige Sachen hier verpasst, aber egal. Aus dem Weg! Ja. Aber so ein Irrer vorbeigelaufen, so ein Irrer Koch. Ausweichmanöver. Und da hinten ist der Schweichpunkt. Ich glaube, da hinten ist schon die Straße zu Ende, ne? Fort Gandala, Gandala, genau. Aber nee, da gab es noch so Abzweigungen. Wenn ich mich nicht irre. Hallo. Na? Hier ist eine Katze. Natalina. Sehr schön. Ja. Deswegen sind wir nur hier, Mann. Ich verbrauche die ganze Zeit Kitty Chris, kann das sein? Ich nehme die gar nicht da raus, oder? So, aber jetzt sind wir schon mal hier. Jetzt können wir auch den Rest auch noch erkunden. Wir haben noch ein paar Minuten. Du Drecksel, du Böse. Ich spam einfach den Angriff, der bringt's voll. Vor allem die Gegner kommen immer näher. Selber schuld. Da wollte ich eigentlich nicht, aber egal. Sehr schön. Well done hier. Alles klar. Goldstaub. Ist ja nicht viel wert. Ja, ich könnte mal 100.000 irgendwie gleich hier spenden. Krieg ich bestimmt locker zusammen noch. Wenn ich ein paar Sachen verkaufe, glaube ich, weiß ich nicht. Ich dachte unbewusst an eine, ich dachte irgendwie, ich bin an der Schatztruhe vorbeigelaufen, die genau vor mir war. Oder ja. Nicht gut, dass wir wenigstens zwei Katzen schon mal gefunden haben, fehlt nur noch eine. Demnächst versuchen wir mal hier ein paar Elite-Monster zu plätten. Ich weiß, ich tue die Story sehr, sehr, sehr langsam vorantreiben, aber lass mich. Ich gehe mal hier speichern, vorsichtshalber. Tu mal Gott von Dala, Fort Gondala betreten. Da kann ich mich auch da importen.
Port Gandala. Gondala, Gandala. Vielleicht gibt es ja auch noch was Schönes. Ich weiß, vielleicht kommen wir auch jetzt einfach da rein, ne? Haben sich ja die Sachen geändert wahrscheinlich. Weiß man ja nicht. Hier war der Geheimgang. Hier sind wir noch da, mein Gott. Was machen die denn für einen Dreck? So, gehen wir weiter die Straße erkunden. Mein Gott, ich will gleich das Menü gleich öffnen. Da war irgendwo noch so eine Dingens, so eine Oase, sag ich mal. Wenn ich mich nicht irre. Richtig schön, wenn man die ganzen Orte wieder erkennt. Aber jetzt ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her, seit ich das jetzt Maxilla durchgespielt habe. Jetzt mal, ja. Das ist irgendwie anders, würde ich irgendwie täglich das Spiel durchspielen. Ja, nee, als ich Xillia das zweite Mal durchgespielt hat, offscreen mal. Also erstmal offscreen. Mal zweite Mal, wenn man das Let's Play mitrechnet. Vom ersten Teil. Dann. Ja. Ist das schon wieder ein bisschen her. Keine Ahnung, was ich gerade gesagt habe, egal. Das hat bestimmt keinen Sinn gemacht, aber egal. Muss irgendwo noch eine Katze sein. Oh. Ich guck irgendwann mal nach. Okay, noch eine fehlt. Oh, ein Silberalm. Hier sieht irgendwie aus, als könnten wir den auch. Haben wir schon. So viel dazu. Ja, ne? Wie sieht's eigentlich hier aus? Oh, gut. Okay, weiter. Sind in Eile. Und mehr Elementerz. Wir lernen die ganze Zeit was und das ist schön. Die Gegner, die sehen irgendwie so wichtig aus. Ich weiß auch nicht wieso. Mein Gott, warum ist hier nur so viel? Wahrscheinlich hockt irgendwo eine Katze in irgendeinem Baum oder so. Auf jeden einzelnen Baum hier abchecken. Meine Katze ist zurückgekehrt. Wunderbar. Ich glaube, die Sachen, die wir finden, hängen auch irgendwie davon ab, wie viele Katzen wir haben, ne? Sagen wir mal, weiß ich nicht, nach Hamel. Meine neue Lieblingsstadt. Gehen wir die Sachen ab. Sehr schön. Eine Angelrute, was? Ach ja, ich hab schon. Okay. Und 40 Katzen, ich dachte, wir haben 50. Egal, nur ein halt. Das ist mal viel. So, einige haben Ausdauer bekommen. Ich bin nicht irre. Ja. Nein. Ja. Oh. Mal das hier weg und mal das hier rein. Und mal das hier rein. Lies braucht HP. KP meine ich natürlich. Ja. Und muss keine Ausdauer. Warum? Warum Ron? Warum? Ja. Und hier. So. Sehr schön. Dann irgendwas wollte ich noch mal an. Nee, wollte ich nicht. Jedenfalls würde ich sagen, das war's dann schon wieder. Wir haben wieder ein bisschen was erreicht. In der nächsten Folge werden wir mal ein paar Elite Monster versuchen zu plätten. Dann müssten wir auch genug Geld haben, was wir bezahlen müssen. Und dann, ja, was danach kommt, das entscheide ich dann. Wenn es soweit ist, ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.